Are You The One? Drama, verkauft Matchbox nicht. Hat Barkin die falsche Entscheidung getroffen? Der Duisburger hat seit Tag 1 ein Auge auf Juliet geworfen. Obwohl er die Leipzigerin sehr mag, hat sich der Erzieher einige Patzer erlaubt, er knutschte mit drei anderen Frauen fremd. Das nahm die Fitnesstrainerin sehr mit, dennoch verzieh sie ihm. Nun hatte Barkin die Möglichkeit, Juliet durch einen Verkauf der Matchbox in der Villa zu behalten, doch er lehnte die 100.000 Euro und die Liebe ab. Moderatorin Sophia Tomalla, 33, hatte in der aktuellen Doppelfolge wieder ein unmoralisches Angebot parat, sie ließ Barkin entscheiden, ob er den Gewinn um 100.000 Euro erhöhen möchte oder wissen will, ob Joel und Juliet ein Perfektmatch sind. Obwohl sich einige ziemlich sicher waren, dass die zwei kein Match sind, verkaufte Barkin nicht und ging damit das Risiko ein, dass Juliet die Villa verlassen muss. Nachdem man ihn darauf angesprochen hatte, warum er sich gegen die Liebe entschieden hat, antwortete er: "Chillt mal, ich kenne die erst 2 Wochen." Als sich dann herausstellte, dass Juliet und Joel laut Experten nicht zusammenpassen, reagierten einige Kandidaten verärgert auf Barkins Entscheidung. Auch Juliet war ein wenig enttäuscht von der Entscheidung des ehemaligen Fußballers, allerdings nicht wegen des Geldes, sie fand es schade, dass der Muskelprotz das Risiko eingegangen ist, dass sie die Villa und somit ihn verlassen könnte. Es liegt jetzt auch nicht daran, dass ich sie irgendwie raushaben wollte, um woanders Gas zu geben, rechtfertigte sich der 27-Jährige im Einzelinterview.